So, Stift, ich muss mal jetzt kurz weg zur Baustelle, die brauchen mich da. Die brauchen gerade dich da? Ja, keine Ahnung, Werner, der braucht da irgendwie Hilfe da, ich muss da mal kurz hin. Da haben die an dich gedacht, oder was? Die müssen irgendwas tragen, ich soll damit anfassen. Ja, bei dir ist ja so, als wenn vier Mann loslassen. Was ist? Soll ich da nicht mit hin? Ich drück das Ding alleine da. Das Einzige, was du drückst, ist dein Mittag in die Keramik und jetzt mach die Kauleiste dicht und fang an zu arbeiten hier. Kann ich dich alleine lassen, ohne dass du hier die ganze Bude abreißt, oder was? Ja, irgendwas werde ich schon finden hier, ne? Nee, du machst das, was ich dir gesagt habe. Ja, ja, mach ich. Gut, dann bis später und sei fleißig. Hallo, schönen guten Tag. Moin. Ja, die Tür stand auf und ich dachte... Dass du einfach reinkommst, oder was? Naja, die Tür war auf und... Also wenn du deine Haustür zu Hause auflässt, dann kann ich da auch easy reinspazieren, oder wie ist das? Natürlich nicht, außerdem habe ich gar keine Haustür, ich habe nur eine Wohnung. Was willst du denn jetzt? Ich bin Kunde. Aha, was willst du, Kunde? Ich habe hier dieses Bauteil, was zerbrochen ist. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass wir das reparieren? Dass wir das reparieren? Also meinst du damit, dass wir Hand in Hand diesen Blödsinn da anfassen und das gemeinsam reparieren, oder? Also wohl eher sie, oder? Genau, darauf läuft es denn nämlich hinaus. Was genau ist denn das? Ja, das ist ein altes Ofenrohr. Ich meine, das müsste halt werden, und ja. Jetzt kommst du damit zu uns angeschissen, damit wir das umständlich reparieren können, statt das Rohr neu zu kaufen und als Dankeschön schmeißt du uns dann 2 Euro in die Kaffeetasse, du Ehrenmann, ne? Naja, das Rohr kriegt man so gar nicht mehr, das wird, glaube ich, gar nicht mehr hergestellt. Wenn ich jedes Mal 1 Euro bekommen würde, wenn mir ein Kunde sagt, dass es das Bauteil nicht mehr zu kaufen gibt, meinst du, wie viel Geld ich dann hätte jetzt? Keine Ahnung. Genau, 1 Euro. Könnten Sie mir das denn nur schmeißen oder nicht? Auch wenn ich da keinen Bock habe, gehen wir mal gucken. Und haben Sie das nur hinbekommen? Was meinst du? Ja, konnten Sie das Rohr nur zusammenschweißen oder? Achso, du wolltest das heute noch haben? Ja, eigentlich schon. Ja, dann musst du das auch klar und deutlich sagen. Ne? Ja, ich habe gedacht, dass das logisch ist. Ja, für dich vielleicht. Ja, können Sie mir das denn nur heute noch reparieren oder? Ja, okay, dann los. Also die beiden Rohre müssten halt zusammengeschweißt werden. Ja, sollte kein Problem sein. Und wie sieht's aus? Ja, ist fertig. Könnte ich das Teil denn nochmal sehen? Ja, hier. Aber das ist doch total falsch aneinander geschweißt. Du wolltest das doch aneinander geschweißt haben. Ja, aber doch Rohrende an Rohrende. Du musst mir das auch genau zeigen, wie du es haben willst. Das ist doch logisch. Ja, und nu? Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen sie das wieder auseinanderschneiden und neu anschweißen. Weiß ich nicht. Wie lange das dauert, die Naht hier auseinanderzuschneiden? Ja, das ist mir doch egal. Was ist denn hier los? Ja, sind Sie der Geselle hier, oder? Wer ist der Rentner hier? Mein Kopf zu. Ja, ich bin der Geselle hier. Ja, ich kam an, wollte das von Ihrem Kollegen hier zusammengeschweißt haben und dann kommt da sowas bei raus. Und das hat er gemacht, oder was? Genau, ja. Ja, und zufrieden bist du jetzt damit nicht, oder ja, wie? Ja, natürlich nicht. Gucken Sie sich das doch mal an. Ja, ich kümmere mich drum. Und du gehst jetzt aufräumen. Ja, okay, mach ich. So, ich habe jetzt hier nochmal eine Decklage rübergesetzt. Also das sollte jetzt besser passen. Das reißt nicht mehr auseinander. Zwei Euro schmeißt dann einfach in eine Kaffeetasse, ne? Ach, bei dir ist ja so, als wenn vier Mann loslassen.